Um das nochmal ganz deutlich zu sagen, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat sich dafür eingesetzt, die Vollverschleierung im öffentlichen Raum zu begrenzen, und wir werden das auch fortsetzen. Das ist vereinbart mit den Sozialdemokraten, und dafür setzen wir uns ein. Und wir wollen das alles aber verfassungskonform tun, und dem wird einfach der Antrag der AfD nicht gerecht. Der Antrag ist mit heißer Nadel gestrickt und ganz ehrlich, er strotzt von falschen Behauptungen. Und das fängt schon an mit dem Schutzbereich der Religionsfreiheit. Sie behaupten, Burka tragen unterfällt nicht dem Schutzbereich der Religionsfreiheit. Wissen Sie, ich finde das auch nicht toll, aber die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und sogar das EGMR-Urteil, das Sie zitieren, sagt, die Religionsfreiheit schützt auch das Burka-Tragen im Schutzbereich. So, erster Fehler. Zweiter Fehler. Natürlich kann man Eingriffe in den Schutzbereich der Religionsfreiheit rechtfertigen, aber nach ständiger Rechtsprechung eben nur durch kollidierendes Verfassungsrecht. Und dazu führen Sie substanziell gar nichts aus, sondern das, was Sie hier behaupten und das, was Herr Curio behauptet hat, ist grober Unfug. Sie haben nicht mal das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes gelesen, wo drin steht, dass Ihr Entwurf hier verfassungswidrig ist. Also völliger Unsinn, jetzt hier so zu argumentieren. Machen Sie lieber Ihre Arbeit richtig. Und hören Sie mir mal zu, dann können Sie nämlich noch was lernen über die Verfassung. Menschenwürde. Menschenwürde als Stichwort hat Herr Curio angeführt. Und er hat gesagt, die Menschenwürde sei jetzt hier das Entgegenstehende. Ich habe gesagt, ich finde die Menschenwürde auch befremdlich, sozusagen für die Burka. Und das ist nicht würdig. Aber Fakt ist, die Menschenwürde schützt gleichzeitig nicht vor der Autonomie, eine Burka zu tragen, so sehr wir das auch sinnlos finden. Ich mache Ihnen das an einem Beispiel deutlich, dass Sie vielleicht verstehen. Sie haben ja hier die Abgeordnetenfreiheit aus Artikel 38. Die zwingt Sie auch nicht dazu, richtige Anträge vorzulegen, sondern die erlaubt es Ihnen, so einen Quatsch hier vorzulegen. Ganz ehrlich. Ja? So. Und dann führen Sie noch an das Recht auf Kommunikation. Auch das ist absoluter Blödsinn. Wenn Sie sich da auf den EGMR stützen, kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie nicht schon, vielleicht hätte mal einer Ihrer Referenten das EGMR-Urteil gelesen. Da gibt es nämlich am Ende des Urteils ein Sondervotum der Richterin Angelika Nussberger, unsere deutsche EGMR-Richterin, die sagt, dass dieses Recht auf Kommunikation verfassungsdogmatisch schief ist. Und schauen Sie nach Bayern. Da kann man nämlich kompetenziell das beschränken. Das hat man in Bayern gemacht. In Bayern gibt es in keiner Schule, in keiner Universität eine Vollverschleierung, und deswegen wollen wir das weiter ausweiten. Und ich sage Ihnen zum Abschluss eins, Sie stellen sich hier hin und wollen die Retter des christlichen Abendlandes sein. Wir müssten die Verfassung ändern, und wenn man das machen würde, würden Sie die Axt anlegen an die Wurzel der Religionsfreiheit, und dieses Schrankensystem, was ich Ihnen gerade erklärt habe, hat das Bundesverfassungsgericht entwickelt, um christliche Minderheiten zu schützen. Und das sollte für Sie einfach das Entscheidende sein. Sie sind weder die Retter des christlichen Abendlandes noch eine Rechtsstaatspartei. Machen Sie Ihre Arbeit ordentlich, dann können wir im Innenausschuss darüber diskutieren. Herzlichen Dank.